So, in diesem kleinen Tutorial möchte ich zeigen, wie man als Anwenderin oder Anwender von Agilcare oder Agilcare Pro vorgehen könnte, um die richtigen Anwendungen herauszusuchen. Ich zeige es in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Browsern und hoffe, dass ich Ihnen damit helfen kann. So, wir gehen also auf die Seite ulrich-mtc.de slash, also Schrägstrich, agilcare-pro-katalog. Das sehen Sie hier eingeblendet und gehe mit Enter und ich habe das hier von dem Chrome-Browser gemacht. Ich bevorzuge den, aber das müssen Sie nicht genauso sehen. Und wenn Sie dort zum Beispiel etwas suchen, nehmen wir irgendeine Indikation. Dann, also zunächst einmal, ehe wir das vielleicht sagen, möchte ich hier aufzeigen, dass wir hier anzeigen, welcher Stand das hat. Das sehen Sie hier, welchen Stand das hat, dass es um den aktuellen Katalog geht. Das ändert sich. Deshalb, wir bleiben immer auf derselben Seite, empfehle ich, regelmäßig mal hier nachzusehen, wenn Bedarf ist, andere Anwendungen durchzuführen. Und dann sehen wir hier im Prinzip drei Spalten. Die erste Spalte heißt Quellenindex, die zweite Indikation und die dritte die Zugehörigkeit zur Organ- und Indikationsgruppe. Und wenn wir hier eben zum Beispiel die dritte Zeile nehmen, da hat es den Quellenindex A3. Die Indikation lautet adenoide Wucherungen und das gehört dann zu der Gruppe Wucherungen, Schwellungen, Ödeme. Sie wissen ja, wir haben insgesamt 32 Gruppen in Agilcare Pro und jemand, der nur Agilcare anwendet, hat drei Gruppen, es sei denn, er hat es später kostenpflichtig noch mit Upgrades aufgefüllt. Und Sie haben ja hier die Möglichkeit, auch zu den Gruppen zu gehen. Dann nehmen wir diesen Link, der hier eingeblendet ist, mit hier zur Ansicht wählen. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Und dann kommen wir zu einer anderen Seite, die lautet ulrich-mtc.de slash agilcare-organ-und-indikationsgruppen. Und da sehen wir aufgelistet, ich scroll mal ein bisschen nach unten, die Liste der Gruppen. Also sind insgesamt 32. Und ich habe quasi so als 33. Gruppe wieder den Rückweg gebracht. Kompletter Umfang, also der komplette Umfang von ganz Agilcare Pro. Und wenn wir hier bloß in eine Gruppe gehen wollen, zum Beispiel in die Gruppe Entzündungen, dann klicken wir hier auf Entzündungen und sehen dann aufgelistet Quellenindex, Entzündungsumstände und die Spalte der Gruppenzugehörigkeit habe ich natürlich weggelassen, denn es ist hier die Gruppe Entzündungen. So sieht man das also. Und ich gehe mal wieder zurück. Dann komme ich wieder zur Gruppenaufteilung und gehe zurück zur Agilcare Pro Darstellung, also zur gesamten Darstellung dabei. Und wir sehen hier, wie das aufgelistet ist. Sie sehen links, wie gesagt, ich möchte das nochmal wiederholen, den Quellenindex, danach in der Spalte Indikationen, Unbefindlichkeiten oder dann besonders was die Gruppe Parasiten direkt betrifft, dort die Parasitenbezeichnung. Und rechts dann die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Organ- oder Indikationsgruppe. Und wenn wir hier zum Beispiel Entzündungen der Augen haben oder Entzündung des Bindegewebes oder Epstein-Barr, das ist nun nicht die Indikation, sondern das ist dann wieder der Erreger, wie ich es schon auch schon sagte, dann können wir uns hier gut zurechtfinden. Nur ist in der Fülle das etwas schwierig und deshalb zeige ich Ihnen jetzt nicht einen Trick, sondern ein Vorgehen, welches effektiv sein könnte. Zum Beispiel, was wollen wir mal heraussuchen? Wir suchen uns einfach mal heraus, irgendwas mit Prostata. Dann gehe ich hier oben rechts auf die drei senkrechten Punkte. Das ist beim Browser Chrome, Google Chrome so. Und bei den anderen zeige ich Ihnen das. Das sieht etwas anders aus. Da klicke ich drauf, suche hier die Verbindung suchen. Das sehen Sie jetzt markiert. Klicke darauf mit links und habe jetzt ein freies Feld. Da blinkt der Cursor. Und da kann ich jetzt eingeben Prostata. Und Sie sehen hier,
Ich hoffe, das ist gut zu sehen in dem Video, dass wir hier schon markiert haben, orange, das erste Auffinden von dem Wort Prostata. Und hier sehen Sie schon als nächstes die anderen Auffindungssuchergebnisse des Wortes Prostata. Insgesamt sind es 51, das sehen Sie hier. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit A36 Blasen und Prostatastärkung nicht gesucht haben, dann klicken wir einfach auf diesen Pfeil nach unten und kommen zur zweiten, das sehen Sie hier, zur dritten, zur vierten Eintragung. Die wollten wir aber vielleicht gar nicht, sondern wir wollen das bei den Indikationen. Und hier sehen wir es wieder. Jetzt sind wir schon bei der achten. Ich klicke mal ein bisschen frei hier herum. Dann sehen wir also alles, was mit Prostata zusammenhängt und finden jetzt als zweite Eintragung gegenüber der vorhin die Eintragung A263 Prostata und Blasentumore, bösartige. Das wäre sozusagen die 15. Position. Und wenn wir dann noch weiter auf die 17. Position gehen, dann lesen wir Prostata und Blasentumore, gutartige. Das ist die A264. So finden wir uns also zurecht. Übrigens, die A264 gehört nicht zur Gruppe Niere, Blase, Harnwege, Prostata, sondern zur Gruppe Geschwulst, Krebs. Das lesen wir rechts daneben. So, und so können wir dann, nehmen wir an, wir wollen diese A264 durchführen, dann unsere Anwendung Agile Care App beginnen. Und dort sehen wir ja eine alphabetische Sortierung der Gruppen. Und dann gehen wir also bis zu G wie Geschwulst, Schrägstrich, Krebs und finden dann dort die Anwendung A264, klicken die einmal an, also wie gesagt in der Anwendung, und dann startet diese Anwendung. Wenn man natürlich diese Gruppe als Agile Care Anwender nicht hat, Geschwulst, Krebs, dann muss man etwas anderes suchen, anderes spekulieren vielleicht. Ich helfe dann auch gern beim Spekulieren. Das Beste allerdings ist, dass man diese Gruppe dann erwirbt durch ein Upgrade, welches aber kostenlos ist. So, und hier sehen wir, dass ich klicke einfach mal weiter darauf. Hier sehen Sie weiter, immer in den Gruppen, die Eintragung Prostata. Mal sehen, jetzt sind wir schon bei 28, 29. Ich klicke mal fleißig da drauf. Mal sehen, ob wir noch eine Anwendung dazu finden. Ja, natürlich. Kein Moment. Wenn wir sehen, sind wir 47. So, da sehen wir hier zum Beispiel Blasenprostata-Stärkung und wir sehen, es ist wieder zurückgewandert, weil wir die 51 aufgebraucht haben und quasi die 52. Stellung sind wir wieder am Anfang. So, sagen wir mal als Beispiel, als kleiner Hinweis, wie wir relativ schnell etwas aufsuchen. Ich muss zugeben, man muss wissen, was man dort sucht. Wir können aber auch mal etwas anderes suchen. Ja, zum Beispiel Nephro, also hat irgendwas mit der Niere zu tun. Es wird ja hier und da Ihnen nicht entgangen sein, dass wir auch lateinische bzw. englische Bezeichnungen haben. Und so geht das eben auch. Da haben wir eben drei Einträge bei Nephro. Wir sehen hier A235, Nierenentzündung, Nephrose. Das ist natürlich zur Gruppe gehörig, Niere, Blase, Harnwege, Prostata. Das sind drei, wir gehen auf die zweite. Da sehen wir C, 1096, Nephritis und ein bisschen dahinter noch eine Erklärung. Da ist natürlich auch der Wortstamm Nephro drin, der hier markiert ist. Und dann suchen wir noch die dritte auf und sagen zum Beispiel hier Nephritis, Nephrosis. Das ist die Anwendung mit dem Quellenverzeichnis U277 und auch dies in der Gruppe. Und wenn es die alle interessieren, dann können wir also in der Anwendung dann unsere Anwendung Agile Care App öffnen, gehen dann alphabetisch zu der Gruppe, die mit N wie Nordpol beginnt, also Niere, und sehen dort die Einträge, die wir jetzt gesehen haben, natürlich auch noch andere, aber dort ist es wieder leichter, dann die mit Nephro oder Nephrosis aufzusuchen und zu starten. Soweit mein Hinweis des Umgangs zum Aufsuchen mit dem Chrome-Browser. Wichtig ist, merken Sie sich bitte den Link ulrich-mtc.de, das ist ja meine Homepage, und dann /agilecare-pro-katalog. Das ist sicherlich eine Logik in der Beschreibung. Sie können natürlich diese Seite auch
in Ihr Lesezeichen oder in Ihre Favoriten mit einbringen. Jetzt sehen wir uns das einmal an, wie das aussieht, wenn wir mit einem anderen Browser arbeiten, nämlich zum Beispiel Firefox, der auch noch hier und da ja verwendet wird. Dann tragen wir hier in diese Zeile hier, das ist immer die Adresszeile, oder wenn ich in meinen Beiträgen das offiziell bezeichne, die URL, die wir dort einzutragen haben, in die Adresszeile. Da steht jetzt ulrich-mtc.de. Wir wissen noch, wir setzen das fort. agkea-pro-katalog. Das muss ja dieselbe URL haben. Wir gehen jetzt bloß mit einem anderen Browser vor. Ich wiederhole nochmal. Wir haben jetzt den Browser Firefox. Oder Mozilla Firefox. Oder wie der richtig heißt. Wir sehen die Seite, nicht die wir wollten. Und jetzt bin ich ja ganz verblüfft. Ich habe mich nämlich hier verschrieben. Das muss natürlich agkea heißen. Und machen jetzt nochmal Enter. So, dann baut sich die Seite hoffentlich auf, denn ich will ja Ihnen das zeigen. Wir sehen genau dieselben Aufbau. Quellenindex, Indikation, Organindikationsgruppe und geben jetzt einfach mal eine Suche ein. Ja, jetzt haben wir hier nicht mehr die drei Punkte, sondern drei Striche, die übereinander sind. Und dann müssen wir hier suchen finden. Finde ich jetzt gar nicht. Ich gehe nicht so oft um mit dem und sehen hier Seite durchsuchen. So, klicken wir an. Und jetzt öffnet sich nicht hier oben ein Feld, sondern, und das halte ich für ein bisschen unglücklich, aber wer eben mit Mozilla arbeitet, der soll das auch einsetzen, links unten auf dem Bildschirm können wir das dann eintragen. Und dort tragen wir vielleicht, was tragen wir ein? Kopfschmerz. So. Und hier sehen wir, dass es auch markiert ist, jetzt nicht orange, sondern eben grün. Und wir sehen unten in der Statuszeile, ich hoffe, Sie können es auch erkennen, sehen wir eine von fünf Übereinstimmungen. Also wenn ich dann wieder auf die Pfeile hier gehe, ich gehe auf den Pfeil auf Weitersuchen, dann komme ich zur nächsten, also von A172 auf A173, also von Kopfschmerzen allgemein abgekürzt hier, zu Kopfschmerzen durch Giftstoffe. Und das dritte steht auch gleich darunter und hier brauchen wir eigentlich gar keine Suche. Technik mehr. Weil das eben so dicht zusammensteht, ist das kein Problem. Wir sehen hier unten die Position jetzt. Wir sind an Position 3 von 5 Übereinstimmungen. Und damit will ich es auch belassen. Nur wichtig hier sind jetzt nicht drei Punkte rechts oben, sondern drei Striche. Und wir müssen wissen, dass die Eintragungsmöglichkeit links unten in diesem Feld möglich ist und nicht woanders. Soweit also zur Suche mit Firefox Mozilla. Und jetzt sehen wir uns das gleiche auch nochmal an mit dem Internet Explorer, der mittlerweile ja Edge Microsoft heißt oder Microsoft Edge. Auch eine lustige Geschichte, die ich gar nicht so toll finde, weil einfach die Namen ändern, das einem oft erschwert. Wir geben also auch wiederum in die Adresszeile unsere bekannte URL ein. ulrich-mtc.de/agkea-pro-katalog. So. Enter-Taste betätigen. Und ich hoffe, dass, ja, sehen Sie, es baut sich dieselbe Seite natürlich auf, selbstverständlich, es ist ja auch dieselbe Seite. Wir sehen hier die drei Spalten. Und jetzt gehen wir hier, jetzt sind die Punkte nebeneinander. Und dann wollen wir mal sehen, wenn ich da draufklicke, ob es da die Möglichkeit gibt zum Suchen. Auf Seite suchen heißt es hier. Und hier ist dann das Feld links oben zu sehen. Und was wollen wir eingeben? Wir geben mal Leim ein. Wir wissen ja, Leim ist identisch mit Borrelien, nur eben durch die Geschichte, die Ihnen ja bekannt ist, in der Stadt Leim heimlich als Kriegswaffe, als biologische Kriegswaffe, sind
die Erreger gezüchtet wurden. Und wir sehen hier, also es ist eine Eintragung zu ALS1, da kommt das Wort Lyme vor. Wir haben also jetzt insgesamt 18 Funde gefunden und hier sind die Pfeile nicht nach oben, von oben nach unten, sondern nach links und nach rechts. Und wenn ich da mit der Maus drauf gehe, können Sie schon lesen, nächstes Ergebnis. Und da sehen wir, wie das vorangeht. Und hier sehen wir bei C949, Lyme and Rocky und so weiter. Uns gehört natürlich zu der Gruppe Infektionen. Hier unten sind aufgeführt die nächsten von den insgesamt 18 Fundstellen zu Lyme. Ich möchte nicht darauf eingehen, warum und wie das sortiert ist. Ich denke, das wissen Sie aus meinen anderen Workshops. Und ich will nur sagen, die sind glücklicherweise alle in der Gruppe, in der Organ- und Indikationsgruppe Infektionen. Gehen Sie also mit Ihrer Anwendung in die Gruppe. Die Gruppen sind hier alle alphabetisch sortiert, mit I beginnend Infektionen. Und finden dort diese Anwendung und können Sie durch einfaches Anklicken einfach starten. So habe ich jetzt also jetzt das jetzt noch einmal mit dem, ich sage immer noch Internet Explorer von Microsoft. In Wirklichkeit, aktuell heißt es jetzt Microsoft Edge, also mit diesem Browser gezeigt. Rechts oben die drei Punkte, jetzt aber waagerecht. Eingeben des Suchwortes auf der linken Seite in dem Feld und dann diesen Eingaben folgen. Und für die Sache, wenn man sich hier mal verschreibt, ich möchte dann mal, was weiß ich, und sowas zum Beispiel eingibt, dann gibt es keine Ergebnisse. Bei den anderen Browsern, da piepst das. Hier sagt es einfach nur keine Ergebnisse, wenn es da keine gibt. Hier ist es einfach mal ein Verschreiber gewesen, den ich absichtlich gemacht habe. Und hier können wir den mit Lyme, so wie ich es eigentlich wollte, das zeigen. Soweit meine kurze Erklärung zum Aufsuchen, zur Unterstützung. Ich hoffe, Ihnen hat das kleine Tutorial gefallen. Und ich freue mich schon, Sie beim nächsten AgriCare Workshop montags immer 20 Uhr zu treffen. Vielen Dank, bis bald.